Knife-Runde beginnt. Um zu entscheiden, wer auf Inferno sich für welche Seite entscheidet, natürlich auch auf Inferno meistens die CT-Seite bevorzugt, auch wenn viele Teams, viele Matches mittlerweile auf der T-Seite entschieden werden. Taste sich langsam voran, dann wird ordentlich reingeschlitzt und dann bleibt am Ende nur noch zwei Spiele übrig von den Unicorns. Also die Unicorns auf jeden Fall hier Messermeister. Haben beide Maps die Messerrunde gewonnen. Jetzt müssen sie nur noch Profit schlagen hier aus ihrer Lieblingsseite, denn sie entscheiden sich wieder für die CT-Seite. Und diesmal müssen sie ein paar mehr Runden holen am Anfang, als es auf Overpass getan werden. Rein geht's, Pistolrunde Nummer 3 von 4. Unicorns auf Lauf als CT, Berserk als T. So. Doppelflash und Kit für Crispy, viermal Rüstung dabei. Berserk mit dreimal Rüstung. Cello und Solek mit den Execute Nades. Ja, man spielt hier ein interessantes defensives Setup. Man hat zwei Info-Holer. Kazuya geht hier auf Info, hat jetzt ganz viele gesehen. Und dann kommen die Verschiebungen. Das ist sehr interessant gespielt. Dann hat man jetzt die Überzahl hier auf dem Baseboard. Aber man muss natürlich was machen. Kazuya bekommt den nämlich sofort ins Gesicht. Kann so überhaupt nichts reißen. Da kommen die Rotations zum Beispiel schnell rein. Aber Kirby und Crispy, schnelle Headshots. Können jetzt hier den Nahspot aufräumen. Crispy nochmal mit einem. Der Nahspot wird aber überrannt. Mali kann den Trade setzen. Es ist ein 2 gegen 2. Beide Spieler schon relativ close. Einer kommt übers Haus. Der andere steht mit da oben. Bombe wird defensiv gelegt. Mani geht ins Pit, Tarsin wird am Spot bleiben. Alle vier Spieler haben eine USP in der Hand. Der Mann hat noch eine Nade, die wirft jetzt erstmal Richtung Spot, verrät damit seine Position und macht ordentlich Schaden gegen Tarsin. Mani geht auf Jump Info, kann Maki traden, bisschen zu spät für Tarsin seinen Geschmack. Er konnte das nämlich nicht mehr überleben. Und jetzt geht Denim einfach nur Richtung Spot, diffused einmal an. Mali peekt, hat gesehen, dass er nicht durchzieht. Denim hebt das Kit auf, geht jetzt auf das One-on-One-Duell und gewinnt es. Und das sollte noch reichen für den Diffuse. Denim wird also zum Rundenheld. Und damit sind die Unicorns endlich mal erfolgreich in der Pistolrunde. Interessante Taktik, dass man da drei Mann quasi im CT-Spawn stehen lässt und wartet, ob ein B oder der andere Spieler Info gibt, dass das ja Richtung A oder B geht. Hat hier ganz gut funktioniert, aber am Ende war es dann trotzdem 2 gegen 2 Klatsch, wo es auf die individuelle Stärke der Teams ankam. Und da hatte nun mal Denim dann den besseren Shot am Ende. Die Gelego für Berserk. Durch den Planet hat man noch ein bisschen Bonus-Geld, dass man investieren kann. Uns verteidigen, Banane aggressiv, sprayen hier ein bisschen durch die Smoke. Crispy bekommt auch einen Einschuss von der Deagle. Die sieht Kazuya, schöner Anhit, bekommt aber auch ordentlich Schaden rein. Berserk ärgert die Einhörner hier gerade, aber Crispy ist jetzt da mit dem First Track. Sich eine Deagle als Sidearm zulegen. Cody wartet auf das Signal, Pop flasht jetzt seine lieben Mates Denim rein, der holt sich hier Mali, easy track und dann liegt er Maki, aber der bekommt ins Gesicht. Das haben wir jetzt öfters gesehen in den letzten Wochen, dass Maki auch bei ESG damals alleine den Baseboard hält und wenn er dann so eine Schelle kassiert, ist natürlich B auf einmal offen. Die Runde ist jetzt machbar für Berserk, man kann zu dritt hier den Spot in den Bombe legen, die Rotations kommen zwar schon rein. Aber die Runde ist eben nicht machbar. Cello orientiert sich jetzt nach hinten. Crispy findet den ersten. Er weiß gar nicht, wo hingucken soll. Cello verliert die Orientierung. Bombe noch nicht gelegt. Das ist natürlich bitter. Man hat sich zu viel Zeit gelassen. Man hat sich nicht getraut. Zünks. Hoppala. Macht dann 180 Grad Headshots. Und auf einmal klingelt's von hinten. Kirby ist zur Stelle. Da hat er gerade den Gegenspieler. Im Side hätte er ihn nur abdrücken müssen, geht dann aber auf den Predict-Shot hinter sich. Aber ist egal. 2 zu 0 für Unicorns, Berserk mit dem ersten Buy für Varkas gegen 5 Rifles, 4-mal Farmers, einmal AUG. Da wird ordentlich bei Nanodruck gesetzt. Maki jiggelt, guckt, ob da irgendjemand pusht, um ihn. Während er crossed wegzuholen, aber ist auch noch nichts passiert. Runter 44 HP. Opening Frag gegen Kirby ist auch gefallen. Also Berserk im Vorteil.
Aber Banane wird jetzt angespielt. Drei Mann, vier Mann stehen bereit. Der fünfte rotiert rein. Es soll halt zum B-Explode werden. Smoke Richtung City. Und wahrscheinlich Smoke Richtung Coffins, jawohl. Und dann geht's vorwärts. Da wird ordentlich gut gegengenadet. Aber kein Schaden. Der Berserk bleibt erstmal stehen. Will nicht durch die Smoke exekutieren. Jetzt geht's durch. Mit den Flashes. Und Maki ist bereit. Haut hier seine Farmers rein. Nochmal die nächste Smoke von Crispy. Der hat dadurch keine Waffe draußen. Das ist natürlich bitter. Und jetzt ist es Denim ganz alleine. Das sprüht ordentlich vorbei. Bekommt deswegen nur einen. Und Kazuya, 1 gegen 2, geht wohl auf den Safe. Traut sich nicht. Wartet jetzt hier auf den Lurker. Aber da kommt keiner mehr. Beide sind auf B. Die Info haben wir. Er leider nicht. Jetzt traut er sich aber doch nochmal. Hat kein Kit, vielleicht liegt doch eins, jawohl, auf der Treppe liegt eins vor ihm. Geht hier mit lauten Stapfen hin, der Molotov ist gut, Dark muss das nur noch up-aim, da kommt Dolek nämlich raus, den Frag Cutter. Jetzt ist aber die Frage, 50-50, steht dann Runes oder Banane? Kommt hier rum, orientiert sich Richtung Banane und Tarsin hat sich für die richtige Ecke entschieden, holt die erste Runde für Berserk. Und die Unicorns damit gleich wieder resettet, man musste so viel investieren nach der zweiten Runde. Dass man jetzt selber wieder reinforcen muss und dabei nur zwei Rifles, eine MP, zwei Pistols rumkommen. Bitter, bitter. Ähnliche Geschichte wie eben auf Overpass. Dass Berserk hier gut in die T-Seite startet. Auch wenn man diesmal die Pistol verliert, kommt man in der ersten Beirunde gleich mal zu einem Erfolg. Frühe Bananenkontrolle diesmal verteidigen drei Einhörner den B-Spot. Wird nochmal spät Bananenkontrolle versucht einzunehmen, aber die Smoke verhindert erstmal, dass da was gemacht werden kann. Ja, Denim steht da noch aggressiv, ziemlich eingefährt. Braucht diese Supportflash, die kommt super, alle blind, dann pusht man zu zweit rein. Holt hier zwei Entries, die Unicorns, mit ihrem Force-Buy im Erfolg, zumindest bis hierhin 4 gegen 2 Überzahl. Wahnsinn, hat das Timing an La Kirby, findet ihn gerade noch so, bevor er in der Smoke verschwindet. Und damit ist es Synx. Der Top-Fracker von der letzten Map im Versuch, noch was zu reißen, bekommt den ersten Wörter von Crispy gut getradet. Und damit sind die Einhörner sofort wieder on track zum 3 zu 1. Auch bei Berserk, man orientiert sich erstmal Richtung Haus. Hat hier gut Kontrolle und dann wollen sie gleich wahrscheinlich irgendwo exekuten. Mal sehen, Smokes sind da, die werden jetzt hier rausgeholt. Und dann wird Pit abgesmoked, Balkon abgesmoked und dann geht es wahrscheinlich raus auf Fall. Ja, Smoke fliegt. Mal abbounced auf dem Heuwagen und dann liegt sie beim Pit. Und so sieht das dann für Kirby aus. Da sieht nämlich gar nichts mehr. Jetzt geht's hier los. Der Denim ist aber noch an seiner Seite. Da kommen 1 Million Flashes rum. Keine Chance, irgendwie was zu sehen. Jetzt zieht Denim rum nach der letzten Flash. Kann hier gut aufräumen. Aber Pit ist erstmal eingenommen. Und das ist eine AK in den Händen von Tarsin. Der kann aber nichts holen. Marky und Crispy sind schon da mit der Rotation. Synx allein auf sich gestellt. Lädt nochmal nach. Dann ist der Spieler ganz close. Den holt er sich. 4 Schuss nur noch. Und dann war's das auch mit diesem Versuch. Also gut aufgeräumt, aber 3 Fracks, das ist nicht schlecht. Die CT-Economy belastet das natürlich extrem, wenn sie hier 3 Spieler verlieren. Die 2 Überlebenden können droppen, einer muss selber kaufen. Und dann hat man natürlich nochmal ein Vollbuy, aber die meisten Konten sind dadurch leer. Man sollte aber wissen, dass der Gegner jetzt spart. Berserk mit dem Force-Buy nicht erfolgreich, deswegen jetzt in der fast voll Eco. P250, 4-mal gekauft, 2 Flashes dazu. Wieder doppelt Molotow-Banane, wieder die Pappflash. Ja, die Sprays kommen hier ordentlich rein. Kirby kriegt den Frag auch gegen Synx gesetzt. Doppeltrade. Vorteil für die Unicorns. Wir müssen natürlich gucken, dass man solche Runden mit so wenig Verlusten wie möglich überlebt, dass man ordentlich die Economy weiter aufbauen kann. Cello ist schon low. Und wieder ist es Maki, der ganz alleine B deckt.
Popflash fliegt, der nun komplett blind, muss in den nächsten Winkel gehen, wird jetzt überrannt. Popflash kommt auch von innen raus, die ist super, bekommt aber trotzdem den Headshot. Schöner Schuss da von Cello. Mal gucken, ob er sich belohnen kann mit dem Frag. Denn er hat so überhaupt gar kein Interesse, da seine Waffe zu verlieren. Und deswegen hilft ihm Kirby aus dem Pit und sichert, dass nur ein Spieler hier sein Leben verliert für die Unicorns. Und Berserk sieht sich jetzt mit 4 Runden hinten und kann wieder reinkaufen. Sander Molotow, ohne sich selber zu zeigen, kann man dort Fuchsbau wegbrennen. Nur um den Gegner ein bisschen zu ärgern, ein bisschen auf die Bremse zu drücken. Berserk hier mit 3 Mann in der kleinen Mitte, sehr kompakt aneinander, dass man gut traden kann. Jetzt früh in der Runde schon wieder alleine bei B gelassen. Und das ist aber auch der richtige Corner. Jetzt geht hier Richtung A. Denim. Spray rein, bekommt keinen einzigen. Ein bisschen Schaden gerade geteilt von Kazuya, wird sich aber rausnehmen lassen. Und jetzt macht man erstmal wieder ganz ruhig bei Berserk. Man hat die Überzahl, man hat die Mitte-Kontrolle. Man muss jetzt nichts Übertriebenes spielen, sondern kann ganz langsam warten, wie die Unicorns hier auf diese Situation reagieren. Denim, sehr großes Risiko und wird bestraft. Mali mit dem Frag. Und Cello findet auch Maki. Jetzt wird hier gut aufgeräumt. Berserk bleibt geduldig, nachdem sie die Mitte einnehmen. Und es ist Crispy ganz allein gegen 5. Den ersten findet er aber. Noch 4 zum Hero-Clutch. Das soll nicht passieren, denn Sync steht bereit. Damit nur ein Verlust bei Berserk und Unicorns müssen sich geschlagen geben. Können nochmal kaufen, haben noch ordentlich Geld auf den Konten. Aber müssen jetzt verhindern, dass Berserk an eine Follow-up-Runde kommt. Will früh die Banane einnehmen, da stehen aber 2 CTs bereit. An der Kante Makio mit den Naden hat, das ist nicht auf dem Schirm, dass die schon so weit sind. Opening Frag Berserk. Und das wäre der Reset für die Unicorns, wenn sie hier die Runde abgeben. Also wichtig, dass die restlichen 4 Spieler sich jetzt nochmal zusammenreißen hier. Und Berserk die Runde nicht möglich machen. Man geht auf den B-Gamble. 3B, Kirby ganz allein auf sich allein gestellt auf A. Oh, jetzt beginnt man nochmal die Banane ein. Cello hört die Steps natürlich, weiß, was ihm jetzt gleich blüht. Da kommt der Molotov, er zieht sie zurück, wird gut rausgeflasht. Niemand piekt rein. Den Frag hätte man vielleicht kostenlos mitnehmen können. Jetzt zieht man sich wieder zurück. Jetzt geht man den anderen Gamble ein. Und das scheint diesmal auch der bessere zu sein, denn es geht wieder Richtung A für Berserk. Kazuya. Wichtiger Frag gegen Tarzan, zieht sich gleich wieder zurück, gar nichts riskieren, nochmal lange absmoken. Jetzt geht's aber über Short schon drauf, er hat keine Info, dass sie schon so weit sind, holt trotzdem eine Doppel. Kazuya wird hier zum Rundenhelden. Denim haut nochmal rein, kriegt den Trade gegen Mali gesetzt und den Headshot gegen Cello. Starke Einzelaktion von Kazuya und Denim die Runde, holen das Full House mit 3 und 2 Frags und treiben Berserk in die Verzweiflung. Denn die Runde fing so gut an, hatten so viel Kontrolle und dann geht alles schief. Mit der Smoke Richtung Banane. Verhindert, dass dann Molotow am K liegt, deswegen kann man da gleich mal mit reinpieken. Aber erstmal ganz passive Aufstellung für Berserk. Sie sind mal wieder in der Eco und versuchen mit den Deagles was wegzuklicken. Cello nur mit Glock. Das Konto bei ihm ist auf jeden Fall extrem leer. Was ist denn mit dem Timing of Doom? Kirby ist überhaupt nicht drauf vorbereitet. Lässt sich da einfach wegholen. Kazuya ist zum Glück da mit dem Trade. Kazuya mit dem Kobe gegen Zinx. Hat Denim ordentlich vorbereitet mit dem Schaden in der Mitte. Und dann sind es nur noch 3 Berserk-Spieler, von wo 2 schon low sind. Sollte also machbar sein für die Einhörner hier, ohne große Verluste noch zu beenden. Ja, der Boost wäre gut gekommen, aber leider im falschen Moment. Denim will jetzt hier aufräumen. Den ersten, den zweiten, jawohl.
Und damit nur noch Mali ganz allein mit der Aufgabe, hier noch Schaden zu machen. Er wurde gespottet. Angepiekt, aber der Doppelshot, der Collateral Damage. Findet Crispy und Denim. Wenn der Hedger gegen Kazuya noch sitzt, macht er sich die Runde möglich. Aber nein, es ist wieder Kazuya mit einem Triple Kill. Mittlerweile auch auf 9 Frags hoch. Alles relativ ausgeglichen. 7 zu 2. Deadman's Hand ist am Start. Und Berserk kauft wieder rein. Schönerweise ist es nicht. Jello nur mit der MAC-10, aber 4 AKs an der Seite mit ein paar Smokes. Ist auf jeden Fall respektabel, um hier Unicorns vielleicht noch ein bisschen unter Druck zu setzen, denn die Economy durch diesen Doppelkill mit der Deagle auf jeden Fall unter Druck. Jetzt geht's hier schnell mit der Smoke durch, Solek mit dem Opening, findet Maki, der bisher noch nicht so glücklich ist mit seiner Bananenposition. Und dann ist es aber Crispy mit dem Doppel, was für ein Spray-Transfer in den Schädel von Cello. Die Überzeit gleich wieder weggeschmissen von Berserk. 4 gegen 3 für die Unicorns. So, nochmal ein paar Nades von Denim in die Banane. Tarzin weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Bekommt das Smokes, Molotov und Flashes um die Ohren, ohne dass da jemand reinpiekt. Tarzin mit der Fake Smoke. Da wartet man jetzt, macht man keine Action. Man hat nämlich gerade noch eine Smoke auf dem Boden gefunden. Und macht dann nochmal eine Late Execute. Kein Geräusch, keine Info für Denim und für Crispy. Die A-Spieler können auch nicht rotieren, müssen auf ihren Posis bleiben. Und deswegen hat man jetzt hier die 3 gegen 2 Überzahl, die Berserk vielleicht nutzen kann, um die Runde zu holen. Und jetzt geht Denim aggressiv, will die Info, bekommt nur ins Gesicht von Mali. Jetzt liegt es an Crispy. Was kann er machen? Wird hier abgebrannt, muss rauspieken. Holt einen, wird aber getradet. Kazuya und Kirby schon mit vielen Metern Richtung CD-Base. 2 gegen 2. Bombe noch nicht gelegt. 12 Sekunden. Der muss durchziehen. Kazuya durch die Smoke. Findet aber den Effekt leider nicht. Und deswegen Vorteil für Berserk. Die haben jetzt hier ein gutes Crossfeuer. Keine Nades mehr. Nur noch Smoke und 2 Flashes. Kirby mit dem Nerdy Lineup Richtung Banane. Kazuya mit der ersten Popflash, mit der zweiten Popflash. Aber es braucht gar keiner pieken. Die Flashes sind egal. Er bleibt einfach im Kreuzfeuer stehen. Mali sprayt hier ordentlich rein, der 25. Schuss sitzt dann auch und Synx sichert die Runde mit dem fleckigen Kazuya. Das ist natürlich bitter. Dieses Infoplay, was man da macht bei Unicorns. Man will natürlich wissen, kommen die jetzt B, kommen die A. Aber Denim bereut es dann am Ende, bekommt ins Gesicht. Und Crispy kann da halt nichts mehr da machen, außer einen noch rausnehmen. Und damit gibt man die Runde ab, Berserk, zur dritten Runde. Und die Economy natürlich extrem gestresst bei Unicorns. Das reicht gerade mal für 2 Rifles, 3 Pistols. Aber es ist Inferno City. Es ist nicht unmöglich, mit diesem Bein noch was zu holen. Deswegen aufgepasst bei Berserk. Konzentriert bleiben. Und versuchen, die Runde souverän zu überstehen. Wieder dieser Bananenfight. Wieder früh von beiden Teams gechallenged. Der Trade ist da. Cello lässt sich nochmal reinflechten. Oh, der Flick gegen Kazuya windet den zweiten auf Maki auch noch. Ganz starke Aktion von Berserk und von Cello selbst. Und damit hat man die 4 gegen 2 Überzahl, kann jetzt einfach auf B drauf und sollte die Runde ohne große Probleme hier gehen. Denim und Kirby bringen einfach ihre Rüstung und Waffen weg. Haben dann nächste Runde in der Voll-Eco nochmal die Möglichkeit, ein bisschen Schaden zu machen, die Runde vielleicht gefährlich zu machen. Aber Unicorns verlieren gerade ihre Kontrolle, die sie über das Match hatten. Oh, Solek gibt mal kurz eine kleine Gedenkschelle an seinen Teammate. Vierte Runde für Berserk. Jede T-Runde ist wichtig. Die Unicorns werden auch auf ihrer eigenen T-Seite Probleme haben, hier an starke Runden zu kommen.
Komplett Ego ist da an denen. Und Kirby mit den gesaveten Waffen, 3 USPs an der Seite. Schnelle Mittekontrolle von Berserk, da steht die Farmers bereit. Da kann Kirby was machen, bekommt einfach nur den Respektschuss ins Gesicht von Tarsin. Keine Chance für Kirby, ob da irgendwie was zu reißen. Ein Hit konnte er landen, danach war er weg. Und dann geht's jetzt in die Rotation. Aber mehr als Exit Tracks sollte Unicorns hier nicht versuchen. Man sieht es schon auf der Minimap, man verteilt sich relativ großflächig hier. Maki kämpft hier auch gut Schaden gegen Tarsin. Mehr Schaden mit der USP als Kirby mit der Farmers. Aber die Runde gehört auf jeden Fall den Bullen. Sie sollten auch versuchen, dass Maki hier nicht in die Acker kommt. Aber man geht wohl doch eher lieber komplett safe. Die eine Waffe können sie gerne haben, solange wir nicht noch mehr verlieren. Muddy findet jetzt noch Crispy. Und jetzt wird ordentlich aufgeräumt. Außer der Rector, das ist jetzt gerade nicht, deswegen gehen wir selber mal hin. Dann ist es tatsächlich nur der eine Frag. Tarsin und Muddy beide low HP. Die Acker konnte nicht gesaved werden. Damit alles richtig gemacht für Berserk. 7 zu 5. Unicorns. Dreimal Famas, M4 und AUG. Das ist ein Riesenfight, jede Runde für Runde in dieser Banane. Beide Teams wollen früh die Bananenkontrolle haben, tauschen hier ihre Nades sehr früh aus. Cello jetzt mit der Setup-Molotov, damit da auf jeden Fall niemand an der Kante irgendwo stehen kann. Es scheint mal wieder ein orientierter Play zu werden. Mali mit der Support-Flash, damit die Mittelspieler rumpieken kann. Wir können uns das bei Denim ansehen. Und wenn da gerade eine Smoke liegt, ja, konnte nicht so weit reinpieken, dass er davon geblendet ist. Execute Smoke Richtung Lang. Da piekt er nochmal kurz rum, gibt Tarsin schon mal den Hinweis, hey, ich hab dich gesehen. Und jetzt geht's hier durch die Arch durch. Ah, so gutes gespielt von Denim. Piekt kurz raus, wieder weg und wieder raus. Crispy jetzt mit dem Support will helfen und findet Mali im Smoke. Was macht Berserk da? Sie finden das Opening nicht. Sie wissen nicht so wirklich, wo sie hinwollen aus dieser Position. Jetzt haben sie hier die Lücke gefunden, haben Denim rausgenommen, aber haben jetzt die Bombe in der City Arch. Was bringt ihnen das? Sie müssen Richtung A oder B. 20 Sekunden nur noch. Sie entscheiden jetzt Richtung A zu gehen. Dort stehen aber so viele Einhörner in perfekten Positionen, dass es hier gleich vorbei sein wird. Kazuya wartet hier noch ein bisschen, kann callen. Hey, wart nicht Richtung Short Peaken, den habe ich gleich. Findet ein, hat die Info. Okay, mehr ist hier nicht. Crispy ist auch noch unbekannt am Spot. Einfach nur in die Falle reingelaufen, die Bullen, die Einhörner. Gewinnen mal wieder eine überzeugende CD-Runde mit zum 8 zu 5. Okay, diesmal hat der Molotow geholfen. Mali komplett gleich mal rausgenommen aus der Runde, ohne dass er auch nur eine Kugel abdrücken kann. So ein Opening hat man sich wahrscheinlich vorgestellt bei den Unicorns. Und jetzt kann man hier vielleicht die neunte Runde klatschen, indem man das hier ganz ruhig die Überzahl ausspielt. Man geht wieder auf den orientierten Play. Man lässt Maki ganz alleine sehr weit hinten tatsächlich bei B. Wenn er hier die Info hat, dass es nach B losgeht, hat er nur eine Smoke, um sich zu wehren. Und da kann man durchrennen. Deswegen schwierig, aber er hat Glück, dass es wahrscheinlich nicht in seine Richtung geht, denn man baut sich hier Richtung A auf. Und bei 50 Sekunden hat man jetzt Mitte Kontrolle. Bombe ist auch mit Mitte oben. Aber man zieht sich anscheinend doch wieder zurück. Cello hat jetzt nämlich hier die Info, wo der B-Spieler steht. Geht mit Pre-Fire rum, hat Maki schon einmal getroffen, aber für 5 Schaden ist natürlich nicht allzu nennenswert. Man weiß halt, wie Unicorns das spielen. Man weiß, man lässt Barky meistens alleine. Der smokt sich jetzt hier nochmal ab bei 30 Sekunden.
Oh, und Shadow findet den Headshot durch die Smoke. Maki will dann den Riskplay machen und bereut es jetzt am Ende. Denim versucht schnell rein zu rotieren. Hört die ganzen Steps. Ein Kick bekommt er gesetzt. Aber er springt wild rum wie ein kleines Einhorn und bekommt kaum Schaden gesetzt. Berserk mit dem Vorteil. Hat die Bombe jetzt gelegt. 40 Sekunden Zeit für die Unicorns, um zu retaken. Ordentlich Schaden nochmal durch die Smoke. Da sind noch Kazuya. Man hat noch Molotov, ein paar Flashes, zwei Smokes. Runde noch machbar für beide Teams. Aber man braucht jetzt ganz schnell hier eine Antwort. So, jetzt kommen hier die Retake Execute Smokes. Das ist schön und gut aufgesetzt, gut trainiert. Jetzt muss man aber nur noch die Shots treffen. Der Molotov fliegt, der Y-Spieler muss da eigentlich raus. Cello beschützt aber seinen Mate und Syncs kriegt auch den Headshot gesetzt. Der Retake wird komplett auseinandergenommen. Cello mit dem nächsten Frag und dann ist es nur noch Kazuya und Cello zum 4K, zum 6. Runde für Berserk. Da kannst du noch so viele Setups üben, noch so viele Retakes dir ausmalen und gute Nades haben. Wenn du die Shots nicht triffst, wenn du die Schellen dann kassierst von einem Cello, dann ist es egal, wie gut dein Setup ist. Und Berserk holt sich die 6. T-Runde, hat jetzt die Möglichkeit, gegen einen schwachen Ball sogar noch eine 7. zu holen. Und das ist natürlich eine super Ausgangslage, um Inferno auch noch an sich zu reißen. Syncs findet hier die CT-Pushenden im Haus, hat aber nur einen gespottet. Und dadurch ist Kirby hier durch. Der kann jetzt auf jeden Fall mega viel Schaden machen, vielleicht sogar die Bombe sichern. Syncs steht auch noch im Haus. Hat ihn gesehen, hat ihn gesehen. Das ist natürlich bitter für Kirby. Eine Sekunde schneller und er ist im Haus durch und hat dann von hinten die Möglichkeit, die Banane aufzuräumen. So ist die Runde wahrscheinlich weg. Crispy hat jetzt auch sein Leben bei B. Dann liegt es an Maki jetzt hier mit der MP9 aufzuräumen. Hat keine Splash, keinen Molotov. Muss also entweder trocken pieken oder sich zurückziehen. Rum, fliegt aber nur ein, wird easy getradet. Und dann liegt es an Denim. Der macht das Gleiche, fliegt aber sogar zwei, wird dann aber auch getradet. Also mehr als KD-Kosmetik war das nicht. 8-7 gewinnt Unicorns die Hälfte. Aber Berserk macht wieder ordentlich Stress auf der T-Seite, wie auf Overpass. Und kann sich jetzt auf der CT-Seite für eine gute T-Seite belohnen und vielleicht hier tatsächlich 6 Punkte aus dem Spieltag rausnehmen. So, letzte Pistolrunde für den heutigen Abend. Unicorns of Love nochmal mit 4x Rüstung. Crispy mit den Nades. Berserk auch 4x Rüstung. Solek mit Doppelflash und Kit. Gehen gleich mal mit 4 Mann Richtung B. Syncs ist der Infoholer bei A. Wird jetzt hier gleich sehen. Ah, guck mal, da ist eine kleine Mitte. Da ziehe ich mich lieber wieder zurück. Hört die Steps. Aber niemand verschiebt. Sie bleiben erstmal da komplett stehen. Und Syncs kriegt die jetzt schon Schelle. Ein AP springt hier runter. Zum Glück ist er da nicht nochmal hochgesprungen, sondern lässt sich nur runterfallen. 99 Damage also auch hier am Start. Die B-Spieler pushen jetzt alle durch. Interessante Taktik von Berserk. Mal sehen, ob sie sich lohnt. Bisher schon. Maki hat man gefunden. Natürlich komplette Verwirrung jetzt bei Unicorns, wie man darauf reagieren will. Tazi mit dem Jumping Headshot gegen Denim. Kazuya, Kirby und Crispy. Tja, guckt euch die Situation auf der Minimap an. Wie oft hast du so eine Situation, dass die Mitte komplett von den CTs eingenommen ist, du eigentlich übers Haus musst? Schwierige Sache. Solek geht jetzt auf Info, guckt, okay, B ist noch niemand durch. Schwierige Geschichte. Man baut sich nochmal über die T-Base auf. Auch Richtung Banane. Dann hat man tatsächlich die Möglichkeit, denn Cello deckt hier gerade die Banane alleine. Wenn er jetzt einen Headshot frisst, ist die Runde noch möglich. Wenn er aber die Info bekommt und sich zurückziehen kann, die er jetzt hat, zieht sich zurück. Die Rotations kommen rein. Und damit sollte es eigentlich für Berserk sein, es sei denn, es kommen jetzt hier irgendwelche krassen Shots. Oh, mal lege den Construction rein. Cello jiggelt, macht auch Zeit, holt den ersten Headshot, bekommt den Trade von Kazuya zwar ins Gesicht, aber alle sind schon rein verschoben. Man kann hier nicht legen. 10 Sekunden nur noch. Man muss jetzt versuchen zu blenden, während Crispy deckt. Aber da geht man einfach durch die Smoke von allen drei Seiten. Bombe kann man aber noch legen.
Also nochmal das Beste rausgeholt aus der Situation. Kazuya dreht sich da um seine eigene Achse, um die Hitbox ein bisschen zu verschieben. Und am Ende reicht es für den Plant, aber Berserk gewinnt die Piste eindeutig mit einer schönen Taktik. Schön Counter gespielt, was da die Unicorns spielen wollten. Force-Buy von Unicorns. Durch den Plan versuchen sie jetzt nochmal hier gleich den Stempel nochmal aufzusetzen auf der T-Seite. Aber Cello kann nach dem First Strike von Maki gleich reagieren. Die Banane wird eingenommen, wird aber auch gut getradet. Es geht wieder hin und her früh in der Runde. Mali mit einem Doppelfrag. Das Jiggle Aim ist da. Und dann ist auch noch Kirby. Der hat das Timing Unluck des Todes. Lässt sich von Tarzan erwischen. Es war doch kein Force-Buy. Ich nehme alles zurück. Das sah nach mehr aus, als es war. Und am Ende hat man jetzt den dritten Runde dabei. Berserk in Führung. 9 zu 8. Hat noch einen kleinen Checky bei Galil, die geklaute. Eine MP9, drei Rifles. Aber auch Kazuya nur mit der P250. Der hatte gekauft. Das hatte mich gerade verwirrt. Okay. Der Rest mit den AKs. Kazuya verbrennt da auch komplett, ohne sich wehren zu können. Niemand hat eine Smoke für ihn, um den Molotow zu löschen. Das natürlich bitter. Flächen sich jetzt nochmal rein. Nochmal der nächste Molotow. Unicorns sehr früh in der Runde schon in Unterzahl und ohne Map-Kontrolle. Man hat jetzt hier mit der Main schon mal ein bisschen eingenommen. Ist das schon durch. Wollte den Spieler da im Pit wegtappen. Kirby ist auch oben schon bereit. Und Maki bekommt hier echt viel Raum angeboten. Oh, da kommt die sofort gleich, die Super Maki. Kriegt sogar doch mal eine Chance gegen Solek, aber der gewinnt das Duell dann trotzdem. Berserk spielt hier einfach besser. Die haben einfach die besseren Entscheidungen, die machen die besseren Plays und die Unicorns lassen sich hier Runde für Runde beeindrucken. Denim und Crispy gegen 5. Stehen bei B bereit, wollen hier nochmal irgendwie aus Contact machen. Den Boost brechen sie jetzt ab. Ohne da einen Laut von sich zu geben. Und dann liegt es aber an Mali und Syncs, das hier eigentlich relativ einfach aufzuräumen. Syncs hat den ersten Kontakt und geht zu beiden mit dem Rücken auf den Spot. Und Mali holt den Doppeltrack easy für ihn. Kann seine Galil auf eine AK upgraden und damit die 10. Runde für Berserk. Unicorns auf Lauf auch in der ersten Buy-Runde extrem harmlos. Schon wieder der Molotov-Kill gegen Denim. Die Einhörner mögen es warm und verbrennen sich da ihre Hufen. Ich will jetzt Richtung A gehen. Da stehen drei Berserk-Spieler bereit. Kirby macht Stress übers Haus. Alle anderen stehen oben in der Mitte. Jiggle pieken da jetzt um die Ecke, um da irgendwas an Informationen zu bekommen. Solek steht an der Kante bereit. Headshot sitzt nicht ganz. Zwei Hits waren da. 18 AP. Reicht leider nicht für den Frag. Flash Richtung Kirby. Der ist komplett blind. Bekommt auch gute Anschüsse. Mag ja auch mit einer Headshot-Stelle. Tarzan auf einmal down. Der A-Spot ist jetzt unter Druck. Wird von zwei Seiten angegriffen. Die Bombe ist an der Library natürlich in Gefahr, gespottet zu werden. Man hat noch Zeit, man lässt sich jetzt ein bisschen Raum, man lässt sich ein bisschen die Möglichkeit, was zu machen. Oh, und Kazuya findet die nächste Headshot-Schelle. Es liegt auf einmal an Solek hier den Hasbot aufzuräumen. Wenn er den ersten, den zweiten, der nimmt die Bombe damit raus. Maki jetzt im 1 gegen 2. Zwei Headshot-Schellen hat er schon, zwei braucht er noch, um hier zum Helden der Runde zu werden. Findet die AK, Headshot-Schellen also erstmal unwahrscheinlich. Mali im Off-Enkel. Was ein Winkel, da einfach mitten im Feld offen zu stehen. Hockt sich hier einfach nur hin.
Maki guckt natürlich erstmal an die Door und will dann hier an die Kante gucken. Und wenn man hier steht, hat man keinen 100% Fokus drauf. Und damit rettet Berns ja gerade nochmal so die Runde. Zu 8. Unicorns brauchen eigentlich mal wieder eine gute T-Runde. Nicht nur gewinnen, sondern auch überzeugend gewinnen, dass man sich selber wieder ein bisschen motiviert. Man muss es als Team schaffen. Das darf jetzt keine Einzelleistung von irgendeinem Spieler sein. Klar, am Ende Runde ist Runde, aber man muss sich als Team ein bisschen hypen. Man darf sich nicht darauf verlassen, dass hier ein Maki oder ein Kazuya wieder ausrasten. Wieder Verhalten aufbauen. Man lässt die Banane ziemlich oft offen bei den Unicorns. Es ist komplett gegenteilig gespielt, was sie auf der eigenen CD-Seite gemacht haben. Da haben sie es aggressiv verteidigt. Hier lassen sie es doch sehr leicht, den CDs den Raum da zu halten. Dominate Richtung Pit ineffektiv. Da steht keiner. Solek mit einem easiest shot of his life. Maki geht da einfach in den Schlitz rein, wo jeder AWP gerne mal reinpiekt. Und man fährt jetzt trotzdem hier den Execute gegen drei CTs, die wieder sehr gut stehen. Einer Pit, einer Spot, einer Library. Dann kommen jetzt die Smokes, die Molotovs und die Flashes. Und dann geht man einfach rum. Kazuya mit dem Frag gegen Tarzan. Guter Opening. Der Spotspieler ist jetzt der Key. Der kann jetzt die Runde entscheiden. Shallows, sprüht rein, holt den ersten. Solek mit dem Support-Kill auf den Bombenträger. Kirby aber mit dem Trade. Der Spotspieler immer noch unbekannt. Cello moved hier gut um die Boxen rum. Kriegt den Headshot aber einfach nicht gesetzt. Jetzt ist er da. Kirby wieder mit dem Trade. Ist jetzt aber alleine gegen zwei. Und beide schon über die Mitte auf dem Weg zu gehen. Oh, Plant kommt durch. Oh, Kirby macht dann den falschen Move im falschen Moment. Ist natürlich mega nervös. Hat 1 Million Winkel, um die er sich kümmern muss. Und am Ende entscheidet er sich für den falschen. Und lässt sich easy weg. Und dann Berserk wieder mit der Runde Unicorns of Love. Heute einfach zu ineffektiv auf ihrer T-Seite. Und nicht dominant genug auf der CT-Seite, um das zu erlauben. Aber es ist noch nicht vorbei. Man hat wieder geblendet, dadurch hat man wieder ordentlich Asche. Kann hier wieder ordentlich rein investieren. Crispy wartet, bis der Molotov weg ist, dann flasht er sich nochmal rein. Diese Runde möchte man wohl gerne mal die Bananenkontrolle haben. Aber noch hat Berserk da was dagegen, wirft ihre Utility entgegen. Zieht sich jetzt erst zum Spot zurück. Ja, man spielt das halt bei Berserk extrem schlau. Man zieht extrem viele Nades von den Unicorns sehr früh in der Runde. Dann hat man spät zum Executen kaum noch was übrig. Hat jetzt aber bei 1 Minute 5 Mitte und Banane-Kontrolle. Aber bisher hat ihn das auch nicht viel gebracht. Und Kirby mit der Roller-Smoke. Und dann geht sie überall lang. Das kann man sich natürlich aussuchen. Geht man zusammen Richtung B oder greift man A an? Es soll wohl ein B-Play werden. Die Info muss unbedingt kommen. Synx guckt bisher noch nicht Richtung CT. Kazuya zieht rum, sieht den ersten und sieht den zweiten und holt den Klick gegen Mali. Synx kann aber traden, wird er dann auch weggeholt. Schöner Play, endlich mal von den Unicorns. Es ist zwar ein 3 gegen 3, aber man kann sich jetzt gute Afterplan-Positionen holen und dort fragen, was man macht. Ah, Crispy, Headshot-Schelle gegen Cello. Tarzan und Solek, das riecht eigentlich fast nach einem Safe. Solek geht hier ganz langsam die Banane vor, Winkel für Winkel. Crispy ist da, findet dann den richtigen Winkel. Dann springt er einfach hoch und holt Solek weg, viel zu einfach. Tarzan jetzt mit der Aufgabe noch zu safen. Das Geld ist knapp bei Berserk, man wird wahrscheinlich reinforcen. Und damit können die Unicorns vielleicht mit ein paar guten Runden am Stück noch was holen. Tarzan aber mit dem Doppelfrag noch am Ende, macht noch gut Schaden an der
T-Economy. Dann ist zwar die Runde für die Unicorns. Aber auf jeden Fall kein voller Buy. 5,8, 5000. Ist ein guter Buy. Ja, es reicht doch gerade so in den Full Buy. 4900 ist es AK-Rüstung und 4 Nades. Dreimal diesmal von Berserk in der Banane. Man war nicht zufrieden, dass man letzte Runde die Bananenkontrolle abgegeben hat. Man geht jetzt hier auf eine Boost, aber Crispy sieht ihn. Schöner Flick in Mullys Schädel. Das ist doch mal ein Opening, den die Unicorns brauchen, um hier wieder ein bisschen Dominanz aufzubauen. Die Smog kommt raus, Flash mit Bruder. Jetzt los Richtung Spot, aber es ist alles nur gefaked. Eyo, eyo, es ist alles gar nicht durchgezogen. Maki mit dem Flank of Doom überlang in die CT-Base rein. Ja, so lecker hat er noch nicht gesehen, er wird aber gleich sind auf dem Boost sehen, easy frag, und damit liegt es an Sole, ganz alleine hier aufzuräumen. Aber der bekommt auch von Maki, der dreht jetzt hier auf. Zwei wichtige Keyfrags in dieser Runde. Und damit bleibt Cello und Tase nichts anderes übrig, als sie zu safen. Bombe wird gelegt. Und die Runde gehört den Einhörnern, die jetzt hier gut in die T-Seite so langsam reinkommen. Und Berserk ist jetzt gleich gezwungen zu sparen. Und müssen sich dann echt was einfallen lassen. Zehnte Runde für die Unicorns. Sind jetzt auch mittlerweile gut im Geld, können also eine Runde verlieren und trotzdem noch einkaufen. Und das ist immer die Gefahr für die CTs, wenn man die Ts zu stark macht. Das ist ein extrem schwer wird mit der eigenen Economy den Gegner zu brechen. Kirby mit der geklauten Aug macht seinen Weg Richtung Haus. Bananenkontrolle spielt man ganz passiv an. Man weiß, der Gegner hat wenig Geld, hat nur die zwei gesaveten Waffen. Deswegen will man natürlich unbedingt verhindern, hier in irgendeine Falle reinzulaufen. Und deswegen hier der langsame Aufbau über die Mitte. Und die Banane wird nur passiv von Crispy's AWP abgedeckt. Der wird hier wahrscheinlich Kante abaimen, jawohl. Doppel-Short-Setup, das wollte ich nicht, wollte das. Und dann geht's jetzt hier in der Mitte los. Cello mit der Farmers kann hier Schaden machen, holt ein, fast noch den zweiten, aber kriegt den Headshot nicht gesetzt auf Kazuya. Aber Solek macht's besser mit der P250 und da reicht natürlich der Schaden, der von seinem Mate vorher gemacht wurde. Aber wenigstens wird hier B währenddessen eingenommen und dann ist es nur noch Tarsin. Ganz alleine gegen 3, ist nicht unmöglich. Hört Crispy da Richtung Y laufen, traut er sich durch die Smoke, ja, bleibt noch drin stehen. Jetzt kommt er durch und hat den Frack. Die Bombe macht sich auch gerade auf dem Weg zu B, verkrümelt sich jetzt natürlich instant wieder Richtung A, denkt sich, nee, darauf habe ich keinen Bock, mach das mal alleine. Und Tarsin macht große Schritte, findet die Bombe aber leider nicht mehr beim Crossen. Die Frage, was kann er hier noch machen? Beide Spieler lang orientiert, die Bombe für sie gelegt, keine Smoke, aber ein Kit für Tarsin. Fängt einmal an, piekt Richtung lang, dann piekt rein, verliert das Duell. Und
Kirby mit der Flash, geht auf den Peak, geht auf den Jiggle, sieht, dass nicht gefused wird, muss eigentlich gar nicht peaken. Und jetzt kommt der Molotow auf den Spot, das ist die Runde. Tarsin kann sich verkrümeln. Kirby sagt nein. Der Frag gehört mir und damit ist es Unicorns of Love wieder mit der nächsten Runde, aber es war ja nur die Echo. Jetzt ist es unentschieden oder die nächste C-Runde für Berserk, denn sie können wieder kaufen. Immer noch keine AWP. Das ist halt auch so die Gefahr. Du sparst immer, aber nicht richtig. Und dann fehlt dir irgendwie immer das Geld für eine AWP. Auch Berserk hat bis hier auch bewiesen, dass sie nicht unbedingt 3 AWPs brauchen wie bei den Unicorns vorhin. Bananenkontrolle für die Einhörner. Berserk gibt sie auf. Denkt sich, okay, wir machen es diesmal passiv. Keine frühen Frags abgeben. Einfach nur ein bisschen Infoplay. Einfach nur ein bisschen warten. Bis wir wissen, wo es hingehen soll. Die spielen es ganz klassisch mit 2B, 3A. Einer lang, einer Spot, einer Pit. Und Unicorns wieder mit der Mittelkontrolle. Also krass, wie selten Berserk die anfechtet, die Mittelkontrolle. Das ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Bringt dir die Mittelkontrolle gar nichts, wenn du die Spots nicht richtig angreifst. Man will wohl wieder lang challengen. Solek steht hier bereit. Hört die Pop Flash, das ist ein Smoke. Flash steht selber entgegen. Geht damit nochmal rein. Die Flash ist super. Da hat sich keiner von weggedreht. Holt den Doppel. Kirby kann traden. Cello ist zu spät von hinten. Und jetzt geht man hier auf den B-Split. Synx muss sich nach hinten orientieren, findet der Kirby, jawohl, perfektes Timing. Jetzt ist es Mali, der hört die Steps vor sich in der Banane. Wartet jetzt, dass sie durch die Smoke gehen, das macht sie mit der Popflöcher, dreht sich weg, holt ein. Christy mit dem Trade, aber Synx geht durch die Smoke. Ja, Glück, dass er dann nicht vom Molotov getroffen wird und dann hat er den Effekt gegen Crispy. Safe, Berserk, endlich mal wieder mit einer guten CT-Runde. Zum 13:11. Und das reicht halt, wenn sie ab und zu mal ein paar Runden zulassen und dann selber wieder Runden holen, dann belohnen sie sich für die T-Seite und gewinnen die Map. Aber noch ist es auf jeden Fall spannend. Unicorns können nochmal reinkaufen. Das haben sie sich verdient, indem sie die letzten Runden mit vielen Spielern überlebt haben. Fünf AKs gegen 4 Rifles, ein AWP. Solek jetzt mit der klauten AWP von der letzten Runde. Mal gucken, ob er die gut einsetzen kann oder lieber auf der Rifle hätte bleiben sollen. Oh, Mali, schöner Klick gegen Kazuya. Mali genau mit dem zweiten, wieder den dritten auch noch. Nein, Denno kann endlich traden, aber das ist so viel Schaden schon gemacht, dass Synx jetzt hier ein bisschen Freiraum hat, noch einen Frag ziehen kann. Und damit sind es Kirby und Marky alleine gegen 4. B-Spot zwar erstmal ein bisschen alleine gelassen, aber das ist ein geringes Trostpflaster, denn die Runde scheint in den Händen, in den Krallen der Bullen zu sein. Marky ganz alleine gegen 4. Guck mal, was er auch machen kann. Den ersten Shot gegen Synx kann er setzen. 50 Sekunden hat er noch. Also die Runde ist noch möglich. Sie ist nicht zu 100% in den Händen von Berserk. Und wenn Marky jetzt hier den Shot setzen kann. Jawohl, das ist der Headshot. Bekommt aber auch eine Schelle. 4 HP nur noch. Leicht hier rum, hofft, dass sich noch irgendjemand zeigt. Jetzt geht er hier auf den Plant. Den bekommt er geschenkt, aber dann heißt es 1 gegen 2. Geht in den Off-Angle, wird gut rausgeflasht und dann ist es der Easy Frag für Solek. Hat einen Gamble gemacht, hat gedacht, vielleicht gucken sie nicht gleich nach oben, aber die Flash entscheidet natürlich die Runde und damit die 14. für Berserk. Unicorns, kurz vor dem Desaster hier mit 2:0 zu verlieren. Auf Scoreboard verrät, dass es diesmal nicht nur Synx ist, sondern auch alle an einem Strand ziehen. Um die Einhörner hier zu beeindrucken. Und diesmal müssen sie anscheinend, ich wollte gerade sagen, sie müssen auf Overtime spielen, aber nein, da kommt der Force bei mit 2 Gardeels, AK, MAC-10 und Deagle raus. Also man hat echt keinen Bock auf Overtime heute, sondern man will es jetzt entscheiden und will jetzt nochmal zurückkommen, wie man es auf Overpass auch gemacht hat. Da stand es auch 14:11 oder 14:12 und hat den Force bei gewonnen und dadurch nochmal knapp gemacht.
Vielleicht schaffen sie es auch wieder hier, was zu beeindrucken. Diesmal aggressive mit der Kontrolle. Maki findet aber Tarsin, also. Das hat vorher besser geklappt für Berserk, als sie das passiv gespielt haben, die Mitte aufgegeben haben. Jetzt ist hier der Opening Frag für die Unicorns am Start. Und man muss mit vier Mann versuchen, den Go der Einhörner zu verhindern. Es wird wohl der B-Go. Dort steht Mali ganz allein. Der muss jetzt hier richtig ausrasten. Nein, zwei Frags wären super. Molotov kommt rein. Der hört die Feuer-Damage. Den ersten Frag macht er hier gegen Kazuya, aber wird sofort getradet. Und damit ist es eigentlich ein Safe. Unicorns of Love belohnen sich für das Risiko. Gewinnen hier den Force Bite zur 12. Runde. Und damit wird es jetzt nochmal knapp. Denn guckt aufs Geld. Die drei Waffen sind zwar schön, aber es kann nicht hinterher gekauft werden. Und dann geht es jetzt hier in die entscheidende, spannende Phase für beide Teams. Bombe gelegt. Runde gehört den Unicorns. Keiner geht hunten. Alle gehen safe. Sieben Mann überleben die Runde. Und da schauen wir mal, ob Unicorns sich hier nochmal rankämpft oder Berserk die nächste Runde vielleicht schon holt. So, Bombe geht hoch. Nichts passiert. Die Unicorns erhalten sich nochmal eine Chance. Der Risky Play mit dem Force Buy hat sich komplett gelohnt. Man hat die richtigen Entscheidungen getroffen. Und Berserk halt unlucky. Man will dann endlich mal die Mitte verteidigen. Das ist der richtige Gedanke. Man gibt immer die Mitte auf. Vielleicht guckt man da nicht in alle Ecken, geht nicht zu 100% konzentriert rum. Aber trotzdem findet Maki da den Opening und der entscheidet schon fast die Runde. Geht den Gabel ein, alleine B zu verteidigen, aber leider nicht erfolgreich. So, UMP und Farmers hinterher gekauft für zu den drei gesaveten Waffen. Also wieder frühe Bananenkontrolle und diesmal wieder klassisch Berserk-Style. Mitte wird aufgegeben und verteidigt von Spot Pit und Library. Und geht jetzt nochmal spät Banane, das ist ein interessanter Play. Man wollte hier gucken, ob man noch ein bisschen Informationen bekommt. Da könnte man vielleicht nochmal auf ein 1-4 Setup gehen. Wird jetzt auf jeden Fall geboostet und bleibt noch mit zwei Mann bei B. Die Mitte wird jetzt wieder eingenommen. Unicorns bekommen wieder den Raum, nehmen ihn dankend an. Cello mit Tarsin. Wir sind bereits natürlich immer gefährlich, hier die Smog in der Hand zu haben, wenn da jemand durchschleicht. Klar, Cello aimt das ab. Aber am Ende kann man da einen Timing-Fehler machen und dann ist er dann auch einmal weg, ohne sich wehren zu können. Wieder soll es Richtung B gehen und wieder ist es der richtige Call. Man hat wieder B offen gelassen. Synx ist da ganz allein. Mali ist schon Richtung lange verschoben. Da sind die Smokes gut platziert worden. Und jetzt explodiert man mit fünf Mann gegen den armen Synx. Der kann jetzt hier zum Helden werden. Wenn der zwei Treffracks macht, dann macht das für Berserk vielleicht das Match hier klar. Also entscheidende Runde, man geht hier einfach in CT reinpushen, hat jetzt ordentlich Raum. Maki findet dann Solek auch schon vom Verschieben, aber Synx zum Ersten. Findet Crispy mal hochspringen, smokt sich jetzt hier ab, macht sich richtig viel Raum, Denim geht einfach rein, sprayt durch die Smoke. Synx überlebt es sehr lange, bis Maki dann den Headshot setzen kann. Drei gegen vier Überzahl, dann kommen sie alle durch die CT-Smoke. Wollten das Chaos ausnutzen, aber bis auf den einen Frag von Tarsin wird hier nichts mehr passieren. Tarsin findet sogar noch einen zweiten, aber dann ist es trotzdem die 13. Runde für die Unicorns. Und Berserk muss in die Eco, das heißt, wir gehen wieder die volle Distanz. Es werden wieder mindestens 30 Runden und die Overtime liegt auch wieder in der Luft. Type 7, 2 HP, 250 Siegel, Mali nur an der OSP. Solex chillt ein bisschen, entspannt seine Hände. Und natürlich wissen Kirby und seine Jungs,
dass das hier eine Eco sein muss von Berserk. Deswegen schön vorsichtig rantasten, weiter den eigenen Spielstil durchziehen von den letzten Runden. Das ist Cello hier mit dem ersten Kontakt gleich gegen Maki. Da muss man natürlich Boller reingucken, aber das macht er nicht. Aber Cello verschießt, dann hat er den Headshot doch setzen können. Denim will natürlich sehr gerne den Trade setzen. Oh, der nächste Headshot. Cello macht hier ordentlich Arbeit, aber dann kommen die Trades trotzdem rein. Und es ist die 4 gegen 3 Überzahl für die Einhörner. Die gehen jetzt einfach auf dem A-Spot überlangen. Und mehr als Exit-Frag sollte jetzt nicht mehr drin sein für Berserk. Aber viel Schaden gemacht von Cello. Leider nicht belohnt worden mit dem zweiten Track. Dann hätte die Runde noch mal anders ausgesehen. Ja, Tarzin, die AK wäre eigentlich gar nicht so schlecht in der nächsten Runde, aber er guckt noch, dass er hier noch irgendwie ein Opening findet. Aber dann ist es Kazuya mit dem Peak übers Fahrrad. Jiggelt, kriegt auch von Kazuya ins Gesicht, dann ist es Mali. Der sitzt in der Library. Denim wird sowieso drauf gehen, das ist egal, wo der jetzt hinrennt, kann eigentlich stehen bleiben. Ja, sollte ich vielleicht doch nicht recht behalten. Also nur zwei Fracks, das können die Unicorns auf jeden Fall ausgleichen. 14 zu 14. Wir gehen in die letzten zwei entscheidenden Runden. Gehen wir die Overtime, kann sich eins der beiden Teams durchsetzen. Berserk kann nochmal aus den Vollen schöpfen. Ist zwar kein AWP, kein Vollequipment da, aber zumindest 5 Rifles sollten am Start sein. Und damit soll es jetzt endlich diese lang ersehnte 15. Runde sein, denn die Unicorns sind hier echt stark geworden in den letzten Runden. Und dadurch könnte es nochmal schwer werden. Auf einmal eine aggressive Bananenkontrolle von den Unicorns, aber man zieht sich wieder zurück. Man sieht's, der gute Solek hat kurz überlegt, ob er mit rüber geht. Ja, die Unicorns zeigen mal eine andere Seite. Hier keine langsame Bananenkontrolle, langsame Mittekontrolle, sondern einfach mal schnell B eingenommen. Kazuya steht da, nimmt jetzt ab. Und hier geht's gleich die Mitte trotzdem hoch. Diesmal steht Solek aggressiv, hält es hier mit seinen Teammates. Cello wird gut rausgeflecht, muss aus dem Boost weg. Wenn da nichts halten und dann hat man wieder Mitte und Bananenkontrolle bei der 1-Minuten-Marke. Das ist immer so das Ziel von den Unicorns gewesen. Jetzt kommt hier wieder die Langsmoke. Und Solek muss aufpassen. Geht er ins Duell, lässt er sich zurückfallen. Das sind immer die entscheidenden Runden entscheiden können. Cello kommt auf jeden Fall hinten, holt den Doppelfrag. Dadurch nimmt sich Solek auch den Herz, hier nochmal aggressiv zu gehen. Hört die ganzen Shots vor sich. Sieht Maki, sieht Kazuya. Solek kriegt aber nur einen. Kazuya dreht sich rum, 180 Grad Headshot. Aber Tarzin findet Kirby und damit ist es nur noch Kazuya mit 40 Sekunden am 1 gegen 3. Kommt über lang, hört die Steps in der Library, hat natürlich auch die Information abgegeben, wo er ist. Und dann ist es Tarzin mit voller Konfidenz, zieht er aus dem Pit rum, holt den Headshot gegen Kazuya. Und schon ist es die 15. Runde für Berserk. Unicorns müssen sich in die Overtime retten, haben nochmal Geld, können nochmal kaufen. Aber Berserk steht kurz davor, hier beide Maps mit 16 zu 14 zu gewinnen. Was können sich die Unicorns hier nochmal einfallen lassen? Was haben sie noch auf dem Taktikbuch? Was haben sie gelernt aus den letzten 29 Runden? Popflash, Bananenkontrolle wird diesmal aggressiv verteidigt. Gute Counterflash, aber niemand piekt so wirklich rum. Wieso 200 an der Leine, die sich beide nicht erreichen können? Viel Gebälle, aber niemand kann den anderen da erreichen. Man geht anscheinend auf den B-Go. Man hat gelernt, A ist sehr oft gescheitert. Wir gehen auf den B-Go und es wird auf Mali und Synx ankommen, das hier aufzuhalten. Oh, der Molotov kommt nicht raus. Synx geht lieber auf die Waffe. Der Headshot sitzt, aber wird getradet. Mali. Oh, geht er durch die Smoke. Er lässt sich durchflashen. Jetzt geht er durch, fliegt da rein, macht ordentlich Schaden, bekommt aber nur einen. Guter Trade, wichtiger Trade von Kazuya. Delayed, massiv Schaden auf Denim und Kazuya. Bombe aber gelegt. 3 gegen 3. Zeit tickt jetzt für die Unicorns. Denim piekt rum, will auf Info, aber Cello wartet einfach nur drauf. Das Gesicht sitzt, Tarzin räumt auf und ist nur noch Kazuya und das war's. Berserk holt sich das 2 zu 0. Gewinnt beide Maps mit 16 zu 14.
against all odds und holen sich damit erstmal die temporäre Tabellenführung, bis die anderen Top-Teams gespielt